Kasachstan. Unsere Erlebnisse in Bildern wiederzugeben, fällt mir schwer. Die Einreise erfolgt nachts, fliehend vor den Mücken im Wolga-Delta. Auf der Suche nach etwas Infrastruktur wie einem Bankautomaten fahren wir die ersten 400 Kilometer nicht auf Piste, sondern auf kaputter Straße. Eine mühselige Angelegenheit. Es ist der Auftakt zu dem, was uns in den nächsten Wochen bevorsteht. Wer weit immer spüren möchte, der darf hierher kommen. Unsere Fahrtage sehen immer gleich aus. Die Straße geradeaus, der Horizont flach. So bewältigen wir fast 4000 Kilometer in 3 Wochen, wobei wir an den meisten Tagen hinter dem Steuer sitzen. Die Menschen begegnen uns meistens freundlich, hilfsbereit, aufgeschlossen, nett, spendabel. Und auch wir können ein Stück dieser Hilfsbereitschaft hier und dort zurückgeben. Zum Beispiel bei einem 40-Tonner, der sonst noch lange auf die nächste Bergehilfe gewartet hätte. Wir erreichen den Balkachsee. Er ist halb süß, halb Salzwasser und eignet sich mit seiner geringen Tiefe hervorragend zum Kiten. Der Wind hat hier leider gerade zum Aufbauen gereicht. Zum Surfen war er zu schwach. Langsam aber sicher haben wir das Land von West nach Ost, von Süd nach Nord und wieder nach Süd durchquert. Und ganz hinten im Südosten ändert sich die Landschaft. Der Horizont wird abwechslungsreicher und die Laune steigt etwas. Von dem Tuch. Kannst du das jetzt herausholen? Dann macht man einfach eine braune Kruste. Die Tage in Kasachstan neigen sich dem Ende. Das ist hier. Wir fahren dann hier raus nach Usbekistan. Wir planen unsere weitere Route. Verlassen die Steppe und schielen zu den Bergen südlich von uns.